So, Freunde, dann schnappen wir uns mal Sweet und schauen uns an, wie wir diese Gegend hier sicher machen können. Los Desperados. Yeah, so get the place locked down. No one's gonna ruin the hood. You hear me? No one. I see. What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family? Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed an operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. Now you do something you wanna fucking pray? Nigga, please. That ain't fair, man. Carl! Man, I need your help. Man, I'm kinda busy right now with family shit. I helped you guys, hombre. It's time you helped me and my homies. My hood screwed up too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. All right, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. All right, I hear you. I got your back. Come on, let's roll. Orale, the barrio's coming back. Okay, so what's the plan? We're gonna meet three of my veteranos over at Unity Station. Three? Is that all? All right, I'm gonna get a couple of family boys to come through too. Rekrutiere ein paar Bandmitglieder der Grove Street Families. Wie ging das denn gleich nochmal? Ich habe das jetzt alles immer ohne Rekrutierungen gemacht. Ich muss sagen, Sweet ist echt sowas von anstrengend. Ich brenne. Warum brenne ich? Hallo? Warum brenne ich? Was ist passiert? Warum brenne ich schon wieder? Leute? Warum fange ich immer wieder Feuer? Was ist los? Hey, das ist... Ja, spitze. Das ist ja toll. Okay, ich lade mal direkt. Was war denn das? Mann, self-igniting Gangbanger. Unfassbar. Okay, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht ohne, dass wir immer wieder auf automatisch Feuer fangen. Was war denn das? Ich fass es ja nicht. Okay. Drücken wir das Ganze mal weg. Und versuchen mal ein paar Gangmitglieder zu rekrutieren. Wieso zur Hölle habe ich immer wieder Feuer gefangen? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, wir mussten einen anvisieren und dann ansprechen. Oder wie war das? Nee. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Leute rekrutiert hat. Das ist jetzt irgendwie doof. Weil... Naja. Wie ging denn das? Ach, scheiße. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Okay, dann muss ich wahrscheinlich doch mal kurz unterbrechen und einfach mal rausfinden, wie man die Leute rekrutiert hat. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich wieder weiß, wie das überhaupt ging. Bis gleich. Okay, offenbar kann man das ganz einfach machen. So, und wir holen uns einfach mal alle, die wir kriegen können hier, um unsere Gang auszustatten. Hey, while we're here, I have a question to ask you. Yeah, what? Wait, sir. It's personal. Come on, man. We brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall a question. What's the problem? Call her, dude. Here, use my phone. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, I know you're cool, Holmes, but it's Sweet, man. He's the problem. Can you talk to him? Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. Ach ja. War ja eigentlich klar, dass das irgendwann kommen würde. Die beiden sind ja auch gut miteinander unterwegs, von daher... Nichts dagegen, dass Caesar, wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Dass Caesar, Kendall fragen möchte, ob sie seine Frau werden möchte. Ich hoffe mal, meine Gang, die Jungs, die ich jetzt mir hier geschnappt habe, die überlebt das, wenn ich jetzt mit denen hier zu Fuß dahin gehe. Also hier ist totales Chaos, das ist ganz, ganz übel.
Und eigentlich war es ganz einfach jetzt, das, die Leute zu rekrutieren. Ich dachte, man muss ja irgendwie mit Ja und Nein machen. Also konnte man ja immer Z für Ja, weil auf den amerikanischen Tastaturen das ein Y ist. Und N für Nein, aber offenbar muss man die Leute anvisieren und dann G drücken, warum auch, ja gut, wegen Gang wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die uns das so beigebracht hatten, als wir das damals kennengelernt hatten, das Rekrutieren für Gangs. Na gut, machen wir uns mal auf den Weg, unsere Gang ist voll und dank unseres hohen Respekts können wir auch wirklich viele, Alter, können wir auch wirklich viele Leute mitnehmen. Hier ist absolutes Chaos in dieser Stadt. Gut, weit dürfte es doch eigentlich nicht sein, oder? Nee, komm, die paar Querstraßen, die können wir jetzt auch noch so laufen. Das ist gleich bei der Unity Station. Das kriegen wir hin. Und falls uns jemand draufgehen sollte oder verloren gehen sollte, finden wir bestimmt auch noch neue Gangmitglieder, die wir rekrutieren können. Das schaffen wir schon. Ich hoffe bloß, Caesar bleibt dran. Der ist der Einzige, der wirklich überleben sollte. Sonst wäre es irgendwie ungünstig. Wirklich schnell sind die Leute aber auch nicht unterwegs, die man so in seiner Gang mit drin hat, ne? Der eine, der springt noch irgendwo hinten an der anderen Kreuzung rum. Na gut, was soll's. Ach, hier vorne ist wieder... großes Angebot, da hätten wir auch hier hinfahren und dann die Leute hier rekrutieren können. Schau mal, schon ist die Gang wieder voll. Okay, dann folgt mir mal unauffällig. Alle am besten. Und wir schauen mal, was wir für Caesars Gang tun können. So, drei Jungs also, ja? Mit dem Katana, großartig. Na dann hoffe ich mal, ihr kriegt auch was auf die Reihe. Come on, stay close. Those vagos, man, I'm gonna cut those cacos. Raspalo hasta el hueso. Hey, carnales, what's cracking, homes? Cesar, and you must be CJ. Cesar says you cool, so we cool, homes. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together, those vagos pendejos won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. Hasta la muerte. Bis zum Tod! Okay, hilf Caesar und den Gangstern, das Viertel zu säubern. Sind denn meine Jungs auch da? Ja, wunderbar. So, da packen wir das Sturmgewehr aus und dann räumen wir hier mal die Hütte auf. Okay. Vorsichtig um die Ecke gehen. Caesar, spring mir bitte nicht im Bild rum. Das habe ich schon immer mit Sweet, das Problem. Gut. Okay, ich glaube, momentan kann ich noch einfach die SMG nehmen. Das sind, glaube ich, genug noch momentan. Wer baut denn da diese blöde Laterne hin, Mensch? Ist hier einer? Oh, sieh mal an. Die kleine Sau. So, ich glaube, wir gehen mal lieber hier drüben lang. Da ist mir keine Laterne im Weg. Meine Grove Street Boys, die verteilen sich hier schon wieder fröhlich. Alter. Ist ja gut. So. Erstmal die Straße ein bisschen aufräumen. Oh, du Sackgesicht. Ich hoffe, man hat irgendwo ein bisschen Chance, sein Leben wieder aufzufüllen. Das könnte ich dann nämlich irgendwann auch gebrauchen. Alter, du stehst im Weg. Diese KI. Ich treffe den nicht richtig, ne? Ah, jetzt. Müssen wir uns erst hinhocken dafür. Na gut. Ich glaube, ich packe doch mal das Sturmgewehr aus, wenn es jetzt so viele sind hier. So, da geht's ein bisschen schneller. Muss ich halt doch irgendwann mal einkaufen gehen. Im Ammunition. So. Könnt ihr den einen holen? Geht das? Ist euch das vermöglichbar? Keep together. Habt ihr den da? Ja, sehr gut. Na dann, meine Jungs sind schon wieder unterwegs von... Ich gehe da nicht durchs Feuer. Nachdem ich vorhin schon so schön Feuer gefangen habe, ohne dass Feuer in der Nähe war, gehe ich jetzt nicht in der Nähe von Feuer lang.
So, erstmal den. Seid ihr noch dabei? Folgt mir unauffällig. Oh, 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 oh. Leben. Sehr gut. Ich schieße nochmal kurz zwei über den Haufen und dann... Ah, nee, ist keiner. Na gut. Dann schnappe ich mir gleich das Leben. Sieh mal an. Wer hat denn das da oben hingebaut? Komme ich da überhaupt hin? Komme ich denn auf diese... muss ich wahrscheinlich mir ein Auto nehmen. Dann lassen wir das halt. So. Na dann. Nehmen wir uns mal der verbliebenen Vagos an. Und schießen auch die noch über den Haufen. Und dann hat Caesar hoffentlich wieder Ruhe und die Gang wieder ihren Platz. Jawohl. Begib dich in die Gasse. Gasse klingt nicht gut. Gasse klingt, als ob es ein Hinterhalt werden könnte. Also dann nehmen wir schon mal das Scharfschützengewehr, das Sturmgewehr in die Hand. Das ist dann vielleicht besser. Schauen wir doch mal. Ja, das sieht sehr aus, als ob man hier gleich auf die Fresse kriegt. That was the easy bit, eh? Now we're going to the Viper's Nest. This is where it gets tough. Luckily we have a little surprise up our sleeves. Eh, Sonny? That's a rocket launcher, man. We'll bring the National Guard down on us. Look around you, CJ. The whole city is a war zone. Come on, I wanna take my house back. Wie süß. Bleib in Caesars Nähe und mach Klarschiff in der Gasse. Das kriegen wir hin. Ja. Die machen keine halben Sachen hier. Alter, Caesar! Hazer! Es ist wie immer, die springen einem nur im Weg rum. Die anderen. Na gut, was soll's. Müssen wir eben ein bisschen aufpassen hier, was wir machen. Komm raus! So, wunderbar. Der eine von uns steht da im Feuer rum. Ach, was soll's. Ist doch kein Problem. Und auch du noch. Das hätten wir. Shit, Hazer! He's pretty bad! Caesar! Watch out there, more Vagos! They're coming over the walls! Yay! Verteidige Caesar, großartig. Wir verstecken uns mal lieber hier in der Garage. Und schauen mal, dass wir Caesar nach Möglichkeit nicht erschießen. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Verstärkung dabei hier. Alter, die sind direkt um die Ecke. Du musst da auch schon mal ein bisschen kämpfen. Und da auch noch. Na gut, was soll's? Kriegen wir hin. Let's fucking finish this! Yeah! I'm with you, man. Let's take these punks. This is Vago's neighborhood now! Burn them! I'm trying to check. Ernsthaft? Raketenwerfer und Flammenwerfer? Was habt ihr denn für ein Problem? Ach, Alter. So, erstmal die zwei Spinner aus dem Verkehr ziehen mit dem Flammenwerfer und dem Raketenwerfer. Und dann wird die Sache doch schon ein ganzes Stück einfacher hier. So, noch die letzten paar verbliebenen Arschlöcher aus dem Verkehr ziehen. Und dann hat sich das Ganze. Alright, that's the last of them. How's Hazer? We need to get him to a hospital. Hey, I'll take him. CJ, you've done more than enough, Holmes. You should get back to the Grove. Alright, S.A. I'll see you after all this is settled down. Thanks, CJ. Good luck, my friend. Wunderbar. Caesar hat auch sein Viertel wieder klar gemacht und hier ist immer noch das übliche Chaos. Gut, was soll's. Hier ist sogar noch einer von meinen Jungs. Kann das sein? Keine Ahnung. Schauen wir doch mal, wer anruft. What up, bro? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's hiding. But as long as the Grove Street families don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rep. What you got in mind? We gotta hit those bombs and Vargas with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way, I'm down for that. I'ma see what I can find out in the streets. Big love, bro. Much love, bro. Gut, dass wir schon so viel erobert haben. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns mal die Hütte hier. Und ich glaube, man muss nicht jedes Viertel erobert haben, damit man dann herausfindet, wo Smoke sich versteckt. Vielleicht reicht das sogar schon, was wir hier haben. Ich weiß es nicht. Im Notfall können wir ja aber immer noch diese kleinen Gebiete, die wir hier jetzt wieder an die Ballast verloren haben,
dank der tollen Mission für Sweet zurückerobern, aber es gibt ja schon wieder eine Mission für Sweet, sehe ich gerade. Ist auch ganz gut so. Ich will mich gar nicht so lange hier innerhalb dieser Stadt aufhalten, in der absolutes Chaos herrscht. Ich gehe dann lieber dahin, wo noch so halbwegs Ordnung herrscht. Das ist dann vielleicht besser. Gut, kurz gespeichert dann auf jeden Fall und dann werden wir mal schauen, was es Neues für Sweet gibt. So, und das Geld nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich weiß nicht, wie sie bei dem Chaos noch irgendwie Geld generieren können. Ich weiß sowieso nicht, wie sie überhaupt Geld generieren, denn die rennen bloß in der Straße rum und besetzen dann das Viertel. Aber gut, ist mir recht. So. Schauen wir doch mal. Ach Mensch, ihr und eure Anrufe immer. Carl is sweet. Hey, what's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. Alright, I'll get you and then we'll roll over there. Aha, das geht ja tatsächlich schneller als man denkt. Smoke ist also aufgespürt, dann verzichte ich jetzt auch drauf, die letzten Gebiete von den Ballers zurückzuerobern. Und bevor wir die Mission starten, das ist dann offenbar schon die letzte Mission, denn mit Smoke endet die ganze Geschichte. Werde ich nochmal eine kurze Unterbrechung machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es offenbar zum Höhepunkt in der Story kommt. Mann, hier ist totales Chaos. Also bis gleich.